Die Grasshoppers hätten gegen Luzern früh in Führung gehen können. Salatić traf aber nur die Latte. Ein Zusammenstoß zwischen Gigax und GC-Torhüter Sven König hatte Folgen. Beide mussten später ausgewechselt werden. Noch vor der Pause traf GC erneut nur die Torumrandung. Diesmal war es Renella. In der 55. Minute brachte Vajoris Salatić in Bedrängnis. Ferreira ging dazwischen und traf. 1:0 für Luzern durch Nelson Ferreira. Nur 2 Minuten später. Paiva auf Hakan Yakin und der mit dem Kopf zum 2:0 für Luzern. In der Nachspielzeit erhöhte Paiva gar noch auf 3:0 für die Innerschweizer. 3 Tore, 3 Punkte. Für Luzern war es ein rundum gelungener Ausflug in den letzten Rund.